Wir haben diesmal die Abbildung nicht wirklich gegeben. Also es ist nicht als Funktion oder als Gleichung gegeben, sondern sie ist erst in Worten beschrieben. Das heißt, wir müssen uns die Funktion, sprich die Abbildung, selber überlegen. Zum einen, die Frage, handelt es sich um zweidimensionales oder dreidimensionales Problem? Es ist natürlich zweidimensional, das erkenne ich an diesen Vektoren. Zum anderen weiß ich ja, jede Abbildung hat die Form y gleich irgendeine Matrix mal x plus ein Verschiebungsvektor. Den Verschiebungsvektor habe ich bereits. Also v ist 1, 3. Y habe ich. Die Matrix habe ich nicht. Und x möchte ich haben. Ach, tragen wir mal ein, was wir haben. Also y, da fehlt ein Vektorpfeil. Y ist minus 4 und 2 gleich m mal x plus der Verschiebungsvektor ist 1, 3. Man könnte jetzt diesen Vektor nach links bringen und die beiden miteinander verrechnen. Spielt aber keine Rolle. So. Also. Ich weiß, der Vektor x wurde an der y-Achse gespiegelt. Wenn Sie jetzt das vorletzte Kapitel anschauen, also M09.1 oder eventuell auch M0902, wobei das obere besser ist, dann sehen Sie oder Sie erinnern sich vielleicht, dass die Spiegelung an der Y-Achse, Spiegelung an der Y-Achse, diese Spiegelung wird beschrieben durch die Matrix minus 1, 1, 0, 0. Also sprich, man kann es sich so merken, wenn ich an der y-Achse spiegel, wird der erste Eintrag, Diagonaleintrag, geändert, also das Vorzeichen geändert. Wenn ich an der x-Achse spiegel, habe ich hier eine minus 1 stehen. Das heißt, die Matrix M habe ich eigentlich auch schon. Also kann ich das auch einsetzen. Also habe ich hier minus 4, 2 gleich die Matrix M ist minus 1, 0, 0, 1 mal x, das kenne ich nicht, und der Verschiebungsvektor ist 1, 3. Und da ich von x nichts weiß, war es natürlich wahnsinnig intelligent. Ich sage, mein Vektor x hat einfach die Form AB und trage das ein. Hat den Vorteil, ich kann jetzt was rechnen. Das heißt, ich multipliziere diese Matrix mit dem Vektor AB aus und schaue, was passiert. Habe also minus 4, 2 gleich Zeile mal Spalte, also minus 1 mal A plus 0 mal B. Ich schreibe es mit Zwischenschritt hin, damit Sie kapieren, was ich tue. Also minus 1 mal A plus 0 mal B, also Zeile mal Spalte. Unten ebenfalls Zeile mal Spalte, also 0 mal A plus 1 mal B. Ja, dann fehlt noch der Vektor 1, 3. Und dann schreiben wir das nochmal schön hin. Minus 4 und 2 gleich minus 1 mal A gibt minus A. Das 0 B kann ich mir sparen. 0 mal A ist nichts, plus 1 B ist B. Plus 1, 3. Und jetzt sind wir natürlich fertig. Weil wenn Sie jetzt die erste Zeile betrachten, da habe ich stehen minus 4 gleich minus a plus 1. Wenn ich a nach links bringe, habe ich a gleich 5. Und in der zweiten Zeile steht 2 gleich b plus 3. Wenn ich 3 nach links bringe, habe ich b gleich minus 1. Ja, und das wären A und B, also sprich, wenn ich das hier wieder einsetze, habe ich 5 und minus 1. Und damit hätte ich meinen Vektor x bestimmt.